Ja, Freude, Freunde. Letztes Mal haben wir es geschafft. Hier sind wir endlich durch diese Krypta durchgelangt und haben den Wächter des Abgrundes besiegt. Meine Güte. Hier sind aber einige gestorben. Was ist denn hier passiert? Wir schauen einfach mal. Willkommen in den Katakomben von Kataus oder sowas in der Art. Kaktus. Kaktus, Kaktus, Kakakaktus, Kaktus, Kaktus, Katakomben von Kaktus. Oh, das sieht natürlich schon wieder sehr episch aus. Oh. Erinnert ein bisschen an Moria von Herr der Ringe, muss man ja sagen. Schick. Klopf, klopf. Jetzt hat er mir Seelen gegeben. Also beim ersten Mal nicht kaputt. Zweite Mal yes, kaputt. Oh, ist das schon wieder so ein Ritter? Er hat seine Spezialtaktik angewendet. Ich sehe schon. Unsichtbar werden die also hier. Oh geil, eine Waffe. Direkt mal ausprobieren. Die Waffe von dem Skelett Falco. Sieht cool aus. Ordentliche Kanüle. Aber mit der sind wir momentan immer noch besser unterwegs. Bisher auch noch nichts Besseres gefunden, nur Mist. Gesehen, da oben links, da müsst ihr da mal drauf achten. Der Schlawiner hat die ganze Zeit auch einer rum, da oben links. Der ist jetzt auch tot. Da habe ich ein bisschen Angst, dass der mich auch abballert. Ist aber auch ein Schlanker. Habe ich gut. Guck mal, was der für Pfeile verwendet. Habe ich gut abgewehrt. Würde ich sagen. So, wo sind wir denn jetzt hier?
Schwieriges. Hier sind ja überall, wirklich überall Knochen. Da haben wir schon wieder so einen kleinen. Hier oben sind Knochen. Ich glaube, du weißt gar nicht wohin. Du hast ja gar keinen Kopf. Aha, da unten geht's dann gleich weiter. Aha, aha. Was ist denn Finstergeist? Ach Scheiße. Dieser scheiß Fistergeist. Ihr habt das doch alle gerade gesehen. Das klang mehr so nach so einem Fistergeist. Da ist er. Der Sack. Ja, ist klar. Leg mich doch. Okay. Eieieie. Also PvP bin ich definitiv will mal sagen, relativ schlecht. Ihr seht, jetzt bin ich hier quasi auch im Nebel. Ach, da bin ich aber toll. Immer toll gezaubert. Hast du toll gezaubert, hast du da. Finstergeist. Die war fast also auch. Das habe ich mir fast gedacht, dass er nicht unendlich viele Zauber verwenden wird. Und wenn mich so ein Sack hier schon angreift, dem will ich auch dann die Zeit stehlen. Da soll er mal richtig schön genervt sein. Bis er keinen Bock mehr hat. Ach, der heilt sie auch, der Sack. Aber nicht die feine Art hier.
Alles klar. Meine Güte. Früher gab es nur Ehre beim PvP und jetzt sowas. Jetzt kommt das wieder. VX1, du Sack. Kriege ich jetzt irgendwas? Nix kriege ich. Ich hoffe, ich kann nicht nochmal invasiert werden hier. Scheiße, du. Ja, das Problem ist, wenn man quasi menschlich ist oder die Glut genommen hat, können einen hier diese blöden Finstergeister invasieren. Sind die Leute, die nichts zu tun haben hier. Armer Dark Souls-Spieler hat nicht schon genug Leiden. Nein, man wird auch noch von anderen Leuten, die nichts anderes vor, als einen einfach anzugreifen. Aber würde man sagen, haben wir uns tapfer geschlagen. Können wir jetzt hier weiter in der Höhle laufen. So, hier war dieser Bogenschütz. Jetzt hier weiter. Ich gucke mal. So denn. Na komm. Ich hatte den Blutung Schaden. Wie krank sind die denn?
Ja, jetzt kann ich wenigstens nicht mehr invasiert werden hier, ne? Aber kann die ganze Mist jetzt auch nochmal neu machen, so ein Scheiß. Scheiße, das war ein harter Gegner. Von hier den ganzen klarer Darstellung. Komm, 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 bleib da. Sind schon üble Herren, oder? Meine Herren. Ey. Mann, Mann, Mann. Einmal den einarmigen Banditen. Okay. Und sein Kollege. Seinem kleinen Shield. Na komm, 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 komm. Bogenschützen machen wir gleich. Der stört mich nicht so sehr. Stört eher hier. Ich hab doch ganz glatt überlebt. Ist die Frage, ist das denn überhaupt der richtige Weg? Den finde ich zu heavy dafür, dass ich jetzt so eine weite Strecke hier laufen muss. Ich gehe jetzt erstmal nochmal woanders hin. Für 11.000 Seelen da den zu besiegen und immer wieder runter, hoch, runter. Gucken wir doch mal, ob es hier noch einen anderen Weg gibt. Hier ist, glaube ich, übrigens eine Falle. Sieht so gefährlich aus. Einzeln gehen die ja vollkommen klar, aber so auf der Masse will ich die auch nicht kennenlernen. Da unten haben wir nämlich zwei von diesen Typen, wenn ich das richtig gesehen habe vorhin.
Einmal ein den. Da ist auch noch einer. Kann ich den attackieren? Boah, ich würde ihm so gerne um den Kopf springen. Scheiße. Und oh, da ist noch. War ja klar, dass du jetzt auch kommst. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Der große Titanic-Scherbe ist es schon wert, aber klein auch. Absolut harter Gegner, ey. Was ist das denn hier? Ja, und hier kommt jetzt gleich noch einer. Das habe ich doch vorhin schon beobachtet. Einer ist gut, ne? Heidewitzka. Sechs Flakons habe ich noch. So, das ist der, der hat mich hier gesehen. Okay. Hier geht's dann da weiter. Unfassbar cool aufgebaut hier der ganze Spaß, aber ich habe absolut keine Ahnung, wo ich lang muss. Da ist doch der wieder von gerade, oder? Ist ein anderer noch dazu. Scheiße. Ist eine kleine. Ich würde mal fast behaupten, die Knochen hier vorne sind auch wieder ein Boss. Nicht Boss, ein kleiner Knochenfeind. Deswegen warten wir einfach mal kurz, bis der hier oben ist. Ja, komm, er. Ist klar. Und hat mir sogar eine Waffe gedroppt. Ja, geil. Gucken wir direkt mal nach. Schamitier. Skimitar. Ah, schade. Ist aber eine interessante Waffe. Mit B auf Geschicklichkeit. Klein, ne? Nicht schlecht. Ist auf jeden Fall vom Grund besser. Mal beim Schmied aufwerten. Zumindest mit den ganzen Scherben, die ich hier gefunden habe. Einfach mal testen, ne, wie weit die hochgeht. Vielleicht eine interessante Waffe für die Zukunft. So, jetzt werde ich mal hier gucken, weil ich habe das Gefühl, dass ich ja auch alles wieder. Ach du Scheiße! What's that denn? Oh! Was war das denn für ein Gerät? Was ist der denn für eine? Kaulquappe. Ja, hallo. Ah, verdammt, hat er mich doch noch erwischt.
Das war der Steuermann. Gibt immer einen, der dieses Gerät steuert. Die kenne ich noch aus Dark Souls 1, diese Teile. Und ein paar Splitter. Ah nein, da kommt schon wieder so einer. Scheiße, ist denn jetzt hier nicht mal langsam so ein kleines Leuchtfeuer? Da ist doch eins. Ah, verdammt. Ich muss doch mal langsam zu dem Leuchtfeuer kommen, ohne mich jetzt hier... Ach du meine Güte. Ach du meine Güte, jetzt kommen wir noch... Komm her, du Geist. Oh, what the? Oh, 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 fuck, 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 fuck. Die sind ja mal richtig übertrieben, du. Eieieiei. Der steht doch bestimmt wieder auf, dieser Magier, oder? Ich will doch nur zu dem Leuchtfeuer. Das ist doch so nah. Kann er sich nicht da durchquetschen? Guck mal, der passt doch locker da durch. Danke für den Hinweis. Hier ist eine Falle. Kein Gegner. Okay. Tot? Nein. Es hat ein Gegner hier. Ein Paradies. Na, wir haben ja gerade gesehen, da vorne war Leuchtfeuer. Der nächste. Ach du meine ich will. Da hätte ich mutiger sein müssen, einfach ganz klar.
nicht? Oh, was hab ich denn da, das scheiß Leuchtfeuer? Ah, nein, nein, ach nee, zwei. Wie soll das denn gehen? Da ist doch direkt das Leuchtfeuer. Kannst du mir doch nicht antun. Komm, angerannt. Einer noch. Und danach kann man ja erstmal die ganze Kacke hier erkunden, aber. Allein die roten Augen, ey, die machen das nicht gerade angenehmer, den Gegner. Ja, komm. Aber wenn ich will, der hat schon, ne? Komm, Woody, Woody. Ah, so Fallen, die sind doch manchmal auch ganz praktisch. So, jetzt haben wir hier die zwei. Da war doch was mit der Falle. Noch so ein Gerät. Geht der immer schneller? Ah. Also ich habe zwar nur noch zwei Flakons und da Dingen, was da vollkommen aus, kann ich hier das Tor eigentlich öffnen. Wäre ja mal ganz angenehm, aber nein, das geht nicht. Meine Güte, wird ja immer schneller. Sag mal. Schon cool aus. Gehen wir erstmal hier hin. Hier waren ja noch die ein oder anderen Sachen, die man noch eben einsammeln könnte. Und auch eine Falle immer noch. Ein Rattenwesen sehe ich gar nicht. Okay. Den da vorne, ja, den habe ich ja vorhin schon gesehen. Ach, Scheiße.
Und zwar haben wir da hinten noch ein Item. Katus Milchring. Den wollte ich noch oben. So, den Ring. Er wird maximal TP. Die Fallen wieder bringen wir Seelen. Den hätte ich jetzt im PvP mal gebraucht. So. Hier hinten scheint es nachher weiterzugehen. Alles klar. Mal nur eine kleine Mama-Ratte. Alles klar. Ah! Die kenne ich doch noch. Also die kommen jetzt gleich als Gegner an. Jetzt werden wir erstmal an dieser Stelle, nachdem dieses Ding weg ist, einen kleinen Cut machen. Ich sag mal Tschüssikowski, ne? Und bis bald. Ja, dann gehen wir weiter hier in den Katakomben. Ich werde jetzt nochmal ein bisschen aufleveln. Das ist ja nicht so spannend. Und aber beim nächsten Mal geht's mit dem alten Knabenkerl ein bisschen weiter, finde ich nicht wieder so viel PvP. Tschüss.